Bereit. In die Schlacht. Auf meinen Befehl. Zum Angriff. Sofort. Genau, hier steht das Monument. Für den Orden. Vorwärts. Sofort. Für den Orden. Vorwärts. Zur Ehre Aoniers. Auf mein Kommando. Für den Orden. Und ja, wie gesagt, die Seelenfelsen können wir nicht benutzen. Auf mein Kommando. Weil das in die Schlacht. Die für die anderen beiden Spieler, wenn andere Spieler mitspielen würden. Man ist Vorsicht, also im Chor. Gegner, bereit. Folgt mir. Folgt mir. Was allerdings auch ein bisschen tricky ist. Gerade wenn es um die Strategiespiel-Maps geht, da muss man sich nämlich absprechen, wer welches Volk nimmt. Folgt mir. Weil es gibt pro Volk ein Monument. Gerade mal. Und ja, das da oben, das wird spaßig werden. Es gibt auch ein bisschen Randomness, was die Gegner angeht, weil dieser Spawner hier kann entweder hier sein oder hier oben. Ich habe die Map schon zweimal gesehen. Ja, einmal bin ich draufgegangen. Folgt mir. Hier gibt es noch eine Truhe. Mal sehen, was in der Schönes drin ist. Und ja, da müssen wir uns mit den Goblins hier anlegen. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. Hier oben sind noch mal ein paar Gegner. Wir werden angegriffen. Haltet durch, Männer. Ja, vorwärts. Zum Angriff. Und ja, die Waldspinne ist Stufe 4. Die Linien müssen halten. Haltet durch, Männer. Vorsicht, Gegner! So. Oh, ein stumpfes Kurzschwert. Das ist schon mal nicht schlecht. Kettenbeinlinge, grüne Robe, ein Schild und noch ein Bogen. Und ich kann das natürlich nicht nutzen. Nee, schade. Naja, gut. Auf mein Sofort. Zeichen. Mir nach. Für den Orden. Schlagt sie zurück! Bereit. Und los. Für den Orden. Feindlicher Angriff. Auf mein Zeichen. Schnell. Zum Angriff. Verstärkt die Deckung. Wie lang ist die Abklingzeit von Berserk? 2 Minuten. Ja, vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Schnell. Und los. Mir nach. Folgt mir. Vorwärts. Zur Ehre Aoniers. Standhalten, Schlagt Männer. Sie zurück.
Vorsicht! Schließt die Reihen! Hier! Verstärkt die Deckung! Für die Freiheit! Vorsicht! Gegner! Okay, da ist ein Schwertkämpfer. Für den Orden! Vorsicht! Gegner! Und solange keiner von den Stufe 3 respawnt, ist jetzt alles gut gerade. Bei meinem ersten Versuch auf der Map haben die mich nämlich alle umgebracht. Feindlicher Angriff! Bereit! Mir nach! Bereit! So. Folgt mir! Vorwärts! Soweit ich weiß, gibt es fürs Abschließen der Map auch nochmal Erfahrungspunkte. Hier! Mir nach! Hier! Folgt mir! Genau, hier oben könnte normalerweise auch ein Goblin-Lager sein, so wie das hier unten. Hier sah und allerdings los. Nichts dieses Mal. Schwarze Allmacht, Zauberelementaressenz. Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Ein Gegner, den wir nicht treffen können. Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Manchmal schafft es die Gegner irgendwie an Stellen zu stehen, wo man sie dann auf einmal nicht richtig treffen kann. So, sie haben gewonnen. Und da sind schon Stufe 2 Runen für uns. Keine neuen Baupläne, aber Runen. Ich habe also keine Ahnung, warum man uns Stufe 1 Runen gibt. So, jetzt können wir verkaufen gehen noch. Und dadurch das Portal die Insel verlassen. Dumm. Ich glaube aber, ich werde Elfen nehmen. Ja, dann kann ich ein paar Bogentürme errichten. Die sind ein bisschen besser als die Schützentürme. So, vielleicht finden wir auch noch eine zweite Waffe. Also hier das Starter-Gear, das verkaufen wir mal, was wir überhaben. Und auch die Zauber, bis auf die Elementar-Ressenz. Ja, eine elementare Allmacht wäre mir lieber. Aber man kann nicht alles haben. Gut, du siehst aus, als hättest du genau Magiesachen. Können wir ja mal kurz gucken. Eisschild, Stufe 2. Würde aber schon 5 Silber kosten. Nebel.
Kostet sehr viel. Aber hey, wir können Zeug verkaufen hier. Sie hat allerdings aber nichts. Was jetzt so helfen würde. So, du hast Ausrüstung, also verkaufen wir dir mal das hier und auch den Stufe 1 Bogen können wir dir verkaufen. Es gibt noch mal etwas Geld. Da ist ein Ring, der ein Silber und ein paar Kupfer kostet. Na, kaufen wir den mal. Und noch ein Donnerschwert oder einen Eisendolch. Kaufen wir noch ein Donnerschwert. Leichtes Beil hätten wir auch kaufen können, aber nö. So, hier verkaufen wir noch die... Ich finde es interessant, die Zwergen- und Dunkelelfen-Rune sind beide mehr wert als die anderen Runen. So. Dann können wir uns jetzt auf den Weg machen, das Gebiet zu verlassen. Wir können uns noch unser neues Zeug anziehen. Wir können den Zauber schon mal lernen, dann ist der auch weg. So, als nächstes zeige ich euch dann mal die Handelsinsel und die Questinsel kurz. Also ich werde auf die beiden Inseln nicht wirklich groß eingehen, also viel herumlaufen, sondern sie euch einfach mal kurz zeigen. Weil es ist schon mal ganz interessant, dass es wirklich Quests gibt in dem freien Modus. Das ist nicht nur eine Aneinanderreihung von... Maps sind, die wir schon kennen und man macht dann nur ein bisschen was, tötet Gegner und das war's dann. Wobei, es gibt hier ja auch Händler und so. So, ich weiß nicht, ob er... Er müsste normalerweise, wenn wir so durchs Portal gehen, einen Safe machen. Aber ich mache sicherheitshalber einfach mal einen. Nenne den einfach Let's Play. Und da gehen wir durch das Portal. Ja, dieses Portal betreten. So. Da sehen wir die Statistik, wie viele Einheiten wir erstellt haben, wie viel wir besiegt haben, wie viele Gebäude und so weiter. Rohstoffe, ja. Also wie bei einem Multiplayer-Skirmish-Spiel. Sogar Effizienz und alles. So, und jetzt können wir die zweite Mission in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, ich will euch erst einmal den Marketplace und die Questinsel zeigen. Also der Marketplace. Starten wir... Beim ersten, also wie gesagt, man muss immer einen Startpunkt aussuchen. So, der Marketplace ist grundsätzlich komplett aufgedeckt. Man sieht, wir haben unseren Charakter, so wie er war, als wir durchs Portal gegangen sind. Und ja, der Marketplace ist, wenn man genau hinguckt, Graufurt. Mit seinen drei Startpunkten. Und hier gibt es überall Händler. Und natürlich NPCs, die einfach rumlaufen. Es gibt sogar noch die Portale, die man kennt von Graufurt.
Nur halt der eigentliche Ausgang ist verschlossen. Das heißt, in die Richtung kommt man gar nicht. Ja, der Marketplace ist wie gesagt der Haupthandelspunkt, um seinen Helden auszustatten. Weil es hier halt verschiedene Händler gibt. Also wirklich für jede einzelne Kleinigkeit. Hier ein Ringhändler, ein Robenhändler, ein Keulenhändler, ein Dolchhändler, magische Waffen, Fernkampfwaffen sind hier.